Hallo, willkommen bei Mamani, für's kann jeder. Tja, tiefrote Zahlen seit Tagen an den Märkten. Was mache ich? Natürlich kaufen. Cash ist noch vorhanden und mein Depotausbau bzw. die Branchenvervollständigung ist bei mir immer noch im Fokus bzw. nicht abgeschlossen. Und daher nutze ich die Kursrücksetzer jetzt gerne aus, um weitere Positionen zu eröffnen. Es gibt doch noch diverse Lücken bei meinen Branchen und daher freue ich mich über die sinkenden Kurse aktuell. Ja, auch wenn mein Depot natürlich durch die Marktrücksetzer ebenfalls leidet. Das gehört halt dazu, wenn man investiert ist und der Markt schwächelt. Mein Blick ist aber auf die Zukunft gerichtet und daher machen mir diese negativen Tendenzen nicht wirklich viel aus. Klar, schöner wäre natürlich steigende Kurse, aber ich will mein Depot ja noch weiter aufbauen und daher habe ich aktuell nichts gegen weiter fallende Märkte. Das Zurücklaufen meines Depots gehört halt auch dazu. Und solange ich noch kaufen kann, sollen die Märkte weiter schwächeln. Bin ich dann mal voll investiert, darf der Markt dann auch ruhig mal wieder nach oben laufen. So, genug herumgeschwafelt. Ich habe mal wieder gekauft und diesmal nicht nur eine Aktie, sondern gleich zwei Unternehmen. Günstige Kurse mag ich halt und daher steige ich ja bei fallenden Märkten jetzt auch stärker ein, beziehungsweise meine Investitionsbereitschaft steigt. Und ja, welche Aktien ich mir jetzt neu ins Depot geholt habe, erfahrt ihr im heutigen Video. Also, ich habe zwei neue Aktien gekauft, die ich beide für die langfristige Anlage plane. Welche Aktien habe ich geholt? Zum einen wäre das die Applied Materials. Da ich die Aktie am 01.02.2022 schon in der Analyse hatte, bespreche ich das Unternehmen jetzt nicht bis ins kleinste Detail. Wer die Analyse sehen möchte, findet im Beschreibungstext den passenden Link. Einfach auf den Link zur ersten Analyse gehen und schon seid ihr bei dem Video. Dennoch will ich ein wenig über das Unternehmen berichten bzw. eingehen. Bevor ich das mache, will ich noch erklären, warum ich gerade jetzt in ein Unternehmen einsteige, das in einer Branche ist, was aktuell etwas leidet. Zum einen habe ich bis jetzt im Halbleiterbereich nur eine Aktie und das ist mir viel zu wenig. Hier möchte ich durchaus drei oder vier Unternehmen sehen. Aber bis jetzt kam ich nicht wirklich gut in die passenden Firmen rein, da mir die Kurse zu hoch waren. Jetzt schwächelt die Branche ordentlich und gerade an einem Tag, wo wieder der China-USA-Konflikt auf die Branche durchschlägt, nutze ich die sinkenden Kurse mal aus, um zu günstigen Kursen in ein Unternehmen einen ersten Fuß zu setzen. Die Applied Materials hatte ich in der Analyse gehabt bei einem Kurs von 118,88 €. Jetzt sind wir gut 23,5% runtergelaufen und das finde ich für den ersten Schritt ganz nett. Sollte der Kurs ab jetzt weiter sinken, dann würde ich die Position zu noch tieferen Kursen gerne weiter aufbauen. Aktuell bin ich mit gut 25% meiner angepeilten Summe drin und so machen wir jetzt weitere tiefere oder sinkende Kurse nicht wirklich was aus. Das aktuelle Niveau finde ich schon mal gut und fair für das Unternehmen und daher passt das schon für den ersten Schritt. Das werdet ihr dann auch gleich sehen. Ich muss mal einmal hier kurz ein bisschen was bewegen, sonst geht mir gleich der Bildschirm hier aus. So, dann kommen wir mal zu dem Unternehmen selber. Applied Materials Incorporation ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechniklösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaikanlagenindustrie. Die Lösungen des Unternehmens kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild, Fernseher und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. Kommen wir dann mal zu ein paar Kennzahlen. Die Marktkapitalisierung bei dem Unternehmen liegt so bei 77 Milliarden Euro. Also das Unternehmen ist keine kleine Bude. Das erwartete KGV liegt bei gut 12. Ein Wert, der schon mal ganz lecker ist. Die Dividendenrendite ist okay. Sie liegt bei 1,1%. Also hier bekommt man auch eine kleine, aber feine Dividende. Traut man den Schätzungen, so soll die Dividende in den nächsten Jahren auch weiter steigen. 2025 könnte die Dividendenrendite so bei 1,44% liegen. Das Free Cashflow ist mit gut 5,7 Milliarden Dollar schön hoch und so sollte die Dividende sicher aus den freien Mitteln bezahlt werden. Die Eigenkapitalquote sieht auch nicht schlecht aus. Die liegt so bei 47,4%. Ein Wert, der sehr gut ist in meinen Augen. Dementsprechend sieht auch die Verschuldungssituation aus. Die Gesamtverbindlichkeiten liegen so bei gut 13,6 Milliarden Dollar und dem stehen halt 5,0 Milliarden Dollar liquide Mittel Ende letzten Geschäftsjahres gegenüber und gemessen am vermuteten EBITDA-Gewinn haben wir einen Verschuldungsgrad von gerade einmal 1,65. Das ist natürlich ein sehr guter Wert. Also mit den Schulden kommen Sie super klar, vor allem da Sie auch noch über gute liquide Mittel verfügen. Der Piotrowski-Score liegt bei 7 von 9 Punkten.
Ach ja, und die Aktienanzahlen nimmt bei dem Unternehmen seit Jahren kontinuierlich ab. Aktuell haben wir gut 16,7% weniger Aktien wie vor 5 Jahren und das finde ich natürlich persönlich super. Dann werfen wir mal einen schnellen Blick auf die Zahlen. Die Historie schaue ich mir auch immer gerne an. So, wir sehen bei dem Unternehmen, dass wir über einen Zeitraum von 10 Jahren eigentlich grundlegend eine schöne Steigerung haben beim Umsatz. Natürlich haben wir auch mal schwächere Jahre drin, aber die letzten Jahre liefen ganz gut. 2020 mit plus 17% und im Jahr 2021 plus 34%. Und insgesamt haben wir halt über so eine Dekade halt ein schönes Wachstum bei dem Unternehmen. Was auch ganz gut aussieht, ist die EBITDA-Gewinnsituation. Wenn man da die letzten 10 Jahre beobachtet, sehen wir ebenfalls ein schönes Bild. Sprich, über die 10 Jahre insgesamt ein schönes Gewinnwachstum. Natürlich auch unter Schwankungen. Also nicht jedes Jahr läuft super. Wir haben zum Beispiel 2016 war in Ordnung gewesen. Aber 2019 haben wir auch mal einen EBITDA-Gewinnrückgang. Aber wir sehen, dass jedes Jahr ordentliche EBITDA-Gewinne anfallen. Was auch noch gut aussieht, ist die EBITDA-Marge. Die liegt in einem ordentlichen hohen Bereich. Wir hatten im letzten Jahr gut 33% EBITDA-Marge. Konnten auch diese in den letzten Jahren schön steigern und sind im letzten Jahr eigentlich auch auf einem Rekordwert gewesen, wenn man halt die letzten 10 Jahre betrachtet. Wenn wir uns dann auch anschauen, wie es weitergehen soll, also die Schätzungen, so wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 ein EBITDA-Gewinn von 8,2 Milliarden anfallen soll, ebenso im Jahr 2023 und im Jahr 2024 soll das leicht hochgehen auf 8,3 Milliarden und im Jahr 2025 soll das Unternehmen wieder richtig Fahrt aufnehmen. Dann soll der EBITDA-Gewinn bei gut 9,3 Milliarden Dollar liegen. Also wir sehen, dass wir momentan ein sehr hohes Niveau beim EBITDA-Gewinn bei dem Unternehmen haben, was allerdings die nächsten 2 Jahre, also 22, 23, 24, auf einem hohen Level gehalten werden soll, zumindest laut Schätzungen. Und dann soll ab dem Jahr 2025 wieder ordentlich Fahrt aufgenommen werden. Und das deckt sich auch so mit meiner Einschätzung, wie der Halbleiterbereich und auch natürlich die anderen Bereiche auch laufen könnten. Sprich, jetzt erstmal ein bisschen stagnierendes Geschäft. Aber dann in Jahren wird es wieder goldig werden bei dem Unternehmen. So, dann würde ich sagen, Historie ist das eine und die aktuellen Zahlen natürlich doch ein bisschen anderes Thema. Wichtig ist ja auch vor allem, wie das aktuelle Geschäft läuft und dementsprechend schauen wir uns mal ganz schnell die letzten Zahlen an, die am 19.08.2022 rauskamen. Ja, wirklich schlecht sahen die jetzt nicht aus. Das Ergebnis, die Aktie lag bei 1,94 Dollar nach 1,90 Dollar im Vorjahresvergleich. Also Gewinn konnte leicht gesteigert werden. Wo ihr gerade gesehen hattet, letztes Jahr war schon gut gewesen und dieses Jahr scheint es noch besser zu werden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,23% im Vergleich zum Umsatz zum Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Im Vorjahrszeitraum waren noch 6,2 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden. Das war jetzt auch nicht schlecht gewesen und dementsprechend sieht das doch schon mal gar nicht mehr so schlecht aus bei der Umsatz- und Gewinnseite. Analysten hatten für das Quartal übrigens mit einem Gewinn je Aktie von 1,78 Dollar sowie einem Umsatz von 6,27 Milliarden US-Dollar gerechnet. Also beides lag über den Schätzungen und in meinen Augen waren das gute Zahlen gewesen. Dann werfen wir schnell einen Blick auf die Analystenseite. So wie ich das gesehen habe, sagen aktuell 19 Analysten kaufen, 3 sagen übergewichten, 8 sagen halten, keiner untergewichten oder verkaufen. Das ist doch schon mal ein schönes Bild. Und auch schön sehen die Kursziele aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei gut 136,07 €. Dabei reicht die Spanne von 95 € bis 184 €. Aktuell haben wir 91 €. Dementsprechend liegt das Kurspotenzial bis zum durchschnittlichen Kursziel bei ordentlichen 49% und in der Spitze bis zu 102%. Selbst das niedrigste Kursziel liegt gut 4% über dem aktuellen Kurs. Sprich, alle Kursziele liegen über dem aktuellen Kurs und das finde ich schon mal sehr gut. Ja, dann kommen wir mal ganz schnell zur Chart-Situation. Da mir heute ein bisschen die Zeit fehlt, mache ich das mal ganz schnell über den Gummichart hier bei Trade Republic. Und wir sehen auf Jahreschart-Basis, dass wir hier immer noch in einem negativen Trendkanal drin sind. Die Aktie konnte sich vom Tief bei gut 83,56 € gut erholen in den letzten Wochen. In der Spitze ging es dann wieder hoch bis 109 € und jetzt haben wir einen ordentlichen Absacker bis 91 €. Momentan geht der Kurs wieder Richtung unterer Trendkanal.
Für mich ist das jetzt hier dementsprechend ja nur der erste Einstiegszeitpunkt. Und den finde ich schon mal ganz gut, dass wir wieder ordentlich von der Spitze jetzt hier von dem Zwischenhoch wieder runtergelaufen sind. Und nach den Zahlen, ne, die kamen ja dementsprechend hier in dieser Hochphase raus, finde ich bei den aktuellen Zahlen, die ich gesehen hatte fürs letzte Quartal, den aktuellen Kursrücksetzer für ganz interessant. Ja, oder ich sehe es für ganz interessant an oder zu oder sonst was. Also ich finde auf jeden Fall das aktuelle Bewertungsniveau bei den letztgenannten Zahlen sehr gut. Ich hoffe, jetzt habe ich es. So, das sollte dann auch zu Applied Material reichen. Der Kurs auf diesem Niveau finde ich für den ersten Schritt, so wie ich das gerade auch schon gesagt hatte, in Ordnung. Die Firma ist finanziell gut aufgestellt, die Verschuldung ist gut und fundamental ist das Unternehmen absolut fair bewertet. Sollte die Branche in den nächsten Monaten weiter leiden, und aktuell muss man halt davon ausgehen, werde ich ab diesem Zeitpunkt mir eine schöne Position ins Depot packen. Also tiefere Kurse werde ich dann ausnutzen, um die Position auf die endgültige Größe, so wie ich mir das vorstelle, halt aufzubauen. Auf lange Sicht ist der Halbleiterbereich insgesamt eine sehr vielversprechende Branche in meinen Augen und daher bin ich jetzt froh, endlich einen zweiten Wert in mein Depot gepackt zu haben. Ein bis zwei weitere Werte werden noch mindestens dazukommen. Dann kommen wir mal zum zweiten Unternehmen, was ich gekauft habe. Es handelt sich dabei um eine Firma, die ich schon einmal in Analyse hatte. Es ist die Kering aus Frankreich. Den passenden Link zur Analyse findet ihr ebenfalls im Beschreibungstext. Ich war ja fleißig und dementsprechend habe ich ja beide Links zu beiden Analysen auch dorthin gepackt. Wie gesagt, wer die Analysen sehen will, der soll da reingehen in das passende Video und sich das dann anschauen. Für die Branche Sportartikel Luxusgüter hatte ich bis jetzt nur die Nike und die Adidas und daher wollte ich schon lange eine Firma für Luxusgüter auch mir ins Depot holen. Da die letzten Zahlen bei Kering ganz gut waren, dazu komme ich dann auch gleich, habe ich mich nach dem schönen Zurücklaufen der letzten Tage für einen Einstieg in das Unternehmen entschieden. Für alle, die das Unternehmen jetzt nicht kennen. Kering ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Luxussport- und Lifestyle-Produkte, die über Filialen oder den Versandhandel in über 120 Ländern vertrieben werden. Zu den bekanntesten Luxusmarken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Bottega, Veneta, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen und Brioni. Die Produktpalette des Konzerns reicht von Textilien und Schuhen über Uhren, Brillen und Schmuck bis hin zu Koffern und Sportartikeln oder Equipment. Kommen wir dann mal zu den Zahlen. Also, die Marktkapitalisierung bei dem Unternehmen liegt aktuell so bei 60 Milliarden Euro. Also, das Unternehmen ist ebenfalls ein richtig dicker Laden. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 15, ein Wert, der mir ebenfalls schmeckt, vor allem beim ersten Einstieg. Die Dividendenrendite sieht sogar noch schöner aus wie bei Applied Materials. Die liegt nämlich hier bei Kering bei gut 2,8%. Also hier bekommt man ebenfalls eine schöne Dividende, die sogar Dividendenjägern schmecken könnte. Traut man den Schätzungen, so soll die Dividende in den nächsten Jahren auch weiter steigen. 2025 könnte die Dividendenrendite so bei 3,8% liegen. Das Free Cashflow ist mit gut 3,8 Milliarden Euro schön hoch und so sollte die Dividende sicher aus den freien Mitteln auch bezahlt werden. Die Eigenkapitalquote sieht ebenfalls gut aus. Die liegt nämlich bei 45,4%. Ein Wert, der natürlich sehr gut ist und der auch in meinen Augen beim Unternehmen, was ich mir jetzt ins Depot hole, in schwierigen Zeiten auch angemessen ist. Schöne hohe Eigenkapitalquote ist natürlich in einer schwierigen Zeit natürlich was sehr Schönes für Depotwerte. Dementsprechend, wegen der hohen Eigenkapitalquote, sieht auch die Verschuldungssituation bei dem Unternehmen aus. Den Gesamtverbindlichkeiten von gut 17,3 Milliarden Euro stehen gut 5,2 Milliarden Euro liquide Mittel Ende letzten Geschäftsjahres gegenüber. Also, sie haben ordentlich Geld auf dem Konto und gemessen am vermuteten EBITDA-Gewinn haben wir einen Verschuldungsgrad von 2,36 und das ist natürlich auch ein Wert, der gut ist in meinen Augen. Nicht vergessen sollte man natürlich noch die hohen liquiden Mittel, die hier nicht eingerechnet sind. Also, mit den Schulden kommt das Unternehmen sehr gut klar. Sehr gut sieht auch der Piotrowski-Score aus, der liegt nämlich bei 8 von 9 Punkten. Und dann werfen wir auch hier mal ganz fix einen Blick auf die letzten Geschäftszahlen. Beim Umsatz, muss man einmal kurz hier was umstellen, damit ich auch gleich schön reden kann. Beim Umsatz sehen wir über die letzten 10 Jahre, wenn man vor allem dann halt ab dem Jahr 2012 ausgeht, eigentlich auch grundlegend ein sehr schönes Wachstum. Natürlich haben wir auch mal
schwächere Jahre gehabt wie 2018, nachvollziehbar auch wegen Corona 2020, aber grundlegend ist eine positive Tendenz zu erkennen. Im letzten Geschäftsjahr hatten wir so einen Umsatz gehabt von 17,65 Milliarden Euro und die Schätzungen gehen davon aus, dass wir aktuell in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz haben von 20,5, also wieder eine ordentliche Steigerung und das soll auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Die Schätzungen sagen voraus, 2023 ein Umsatz von 22,2 Milliarden, 2024 von 23,9 und 2025 dann von 25,2 Milliarden. Also in den nächsten Jahren soll es laut Analysten zu weiter wachsenden Umsätzen kommen. Dann schauen wir uns auch mal kurz die EBITDA-Gewinnseite an. Auch hier grundlegend die gleiche Tendenz. Wir haben natürlich auch mal leichte Schwankungen drin wie 2014, aber grundlegend über die ganzen Jahre ein schönes Wachstum. 2020 natürlich klar, wenn der Umsatz runtergeht, geht auch der Gewinn runter. Aber dennoch auch in diesem schwierigen Jahr konnte das Unternehmen einen ordentlichen Gewinn erwirtschaften. Und wie gesagt, über die letzten 10 Jahre gesehen haben wir hier ein schönes, insgesamt gutes EBITDA-Wachstum. Was auch sehr gut aussieht, ist die Marge, die sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Wenn man bedenkt, dass wir im Zeitraum 2011 bis 2017 noch Margen hatten, so um die 20%, muss man wirklich sagen, in den letzten Jahren konnte das Unternehmen trotz Krisen und sonst was die Marge ordentlich anheben. Wir bewegen uns aktuell in einem Bereich über 30%. Und im letzten Jahr konnten wir sogar eine EBITDA-Marge von 36% erreichen. Und das ist ein super Wert. Wir arbeiten hier wirklich im hochmargigen Bereich. Und das finde ich beim Unternehmen natürlich immer super. Vor allem, wenn ich sehe, dass in den letzten Jahren die Marge schön gesteigert werden konnte. So, dann werfen wir auch noch schnell einen Blick auf die EBIT-Seite. Auch hier grundlegend ein schönes Bild. Über die letzten 10 Jahre gab es insgesamt ein Wachstum, was vor allem dann ab 2017 nochmal ordentlich gesteigert werden konnte. Und selbst im Jahr 2020 hatten wir noch einen EBIT-Gewinn von 3,1 Milliarden, was natürlich ein ordentlicher Rückgang ist im Vergleich zum Vorjahr. Aber Corona geschuldet, kann man verstehen, warum das hier so runterging. Und im Anschluss konnte natürlich auch alles wieder aufgeholt werden. Also da hatten viele wahrscheinlich noch Bedürfnisse im Jahr 2020 entwickelt, die sie dann halt im Jahr 2021 befriedigen konnten. Der Laden läuft und dementsprechend finde ich das gut. Und jetzt bin ich gar nicht auf die Schätzung eingegangen. Ich mache das mal bei dem EBITDA-Gewinn. Also im letzten Jahr hatten wir einen EBITDA-Gewinn von 6,47 Milliarden Euro. Die Analysten gehen aktuell davon aus, dass wir in diesem Jahr einen EBITDA-Gewinn haben von 7,3 Milliarden, im nächsten Jahr 7,9 Milliarden, im Jahr 2024 von 8,7 Milliarden und dann 2025 könnte der EBITDA-Gewinn auf satten 9,2 Milliarden Euro hochgehen. Also ein sehr gutes Bild. Dementsprechend, wenn es auch interessiert, soll natürlich auch das KGV, wenn alles so eintrifft, wie die Analysten es momentan vermuten und schätzen. Und schon wieder muss ich einmal kurz was machen. Aber hier stört mich was. So. Das KGV soll dann natürlich mit den steigenden Gewinnen schön absinken. Wir haben jetzt ein erwartetes KGV von so gut 15. Und im Jahr 2024 soll das dann durch die steigenden Gewinne runtergehen auf 12,6, im Jahr 2025 auf 11,8. Es ist natürlich immer fragwürdig, inwieweit die Schätzung nachher reinhauen, vor allem wenn die wirtschaftliche Lage doch ein bisschen angespannter ist. Aber wir werden auch gleich bei den Zahlen sehen, Kering läuft. Also der Laden hat jetzt keinen großen Einbruch durch die aktuelle Situation erfahren und dementsprechend kann man aktuell durchaus davon ausgehen, dass die Schätzungen auch eintreffen. Aber schaut auch euch selber an, was ich eigentlich hier meine, wenn ich davon erzähle. Ich habe nämlich die letzten Geschäftszahlen mitgebracht vom 28.07. Und da könnt ihr euch ja selber mal ein Bild machen, wie die aktuellen Geschäfte bei dem Konzern so laufen. Also, der französische Luxusgüterkonzern Kering hat im ersten Halbjahr 2022 deutlich mehr verdient als letztes Jahr. Und da war das Geschäft jetzt auch nicht gerade schlecht gewesen. Und dementsprechend sahen die Zahlen jetzt wirklich gut aus. Der Betriebsgewinn kletterte nämlich um 26% auf 2,82 Milliarden Euro und der Nettogewinn sogar um 34% auf 1,99 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 12% auf 4,97 Milliarden Euro zu. Eine spürbare Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 21% im Vorjahresquartal, aber im Rahmen der Erwartungen der Analysten, die im Mittel einen Quartalsumsatz von 4,84 Milliarden Euro veranschlagt haben. Und
Man darf nicht vergessen, auch wenn es weniger ist, das Wachstum wie im Jahr davor, es waren immer noch 12% Wachstum gewesen. Und das bei dem schwierigen Umfeld. Die Hauptmarke Gucci setzte im Berichtszeitraum 2,58 Milliarden Euro um und damit 4% mehr als im Vorjahr. Das Wachstum in anderen Ländern, allen voran in den USA und Europa, hätten die negativen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen in China mehr als ausgeglichen, erklärte Kering. Ja, und das sollte man natürlich auch nicht vergessen, dass China ja momentan bei vielen Unternehmen, die auch in dieser Branche vertreten sind, ja, aber auch natürlich Sportartikel und so weiter, also überhaupt Kleidung, dass das momentan natürlich ordentlich reinschlägt. Aber Kering konnte die Probleme in China gut, ich sag mal, ausgleichen mit den steigenden Umsätzen und Gewinnen in Europa und Amerika. Und dementsprechend sahen die Zahlen trotz China-Krise gut aus. Also mit den Zahlen konnte man sehr zufrieden sein. Und es zeigt auch, dass Luxus immer noch gut geht. Tja, die Reichen interessieren sich wohl nicht für die hohen Inflationszahlen und die wirtschaftlich angespannte Lage. Denn die haben ja genug Geld und das geben sie gerne auch bei Unternehmen wie Kering aus. So, dann schauen wir uns mal schnell die Analystenmeinungen an. So wie ich das gesehen habe, sagen aktuell 17 Analysten kaufen, 4 sagen übergewichten, 8 sagen halten, keiner untergewichten oder verkaufen. Also alle sagen, schlagt zu oder haltet sie, aber packt sie euch ins Depot. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 685,75 Euro. Na, aktuell haben wir 495,75 Euro. Dabei reicht die Spanne der Kursziele von 550 bis 850 Euro. Dementsprechend liegt das Kurspotenzial bis zum durchschnittlichen Kursziel bei gut 40% und in der Spitze bis zu 73%. Selbst das niedrigste Kursziel liegt gut 12% über dem aktuellen Kurs. Finde ich schon mal ganz ansprechend. Hier auch mal ein paar Kursziele, die die letzten Tage rauskamen. Alle sind nach den letzten Zahlen erschienen, beziehungsweise in den letzten 4 Wochen. Und die sehen gut aus. Bernstein Research sagt als Kursziel voraus 689 Euro. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von 40%. Credit Suisse sagt 825 Euro, Aufwärtspotenzial 68%. RBC Capital sagt 685 Euro voraus, 39% Aufwärtspotenzial. Das gleiche sagt auch Goldman Sachs, also auch 685 Euro. Deutsche Bank sagt als Kursziel 700 Euro, Aufwärtspotenzial 42%. Und JP Morgan Chase sagt 670 Euro, Aufwärtspotenzial 36%. Also alle Analystenhäuser, die das Unternehmen beurteilt haben, sehen ein ordentliches Potenzial, ne, von 39 oder von 36 bis 42% vom aktuellen Kurs. Und das ist natürlich schon mal ja kein schlechtes Bild, was ich hier sehe. Vor allem auch, weil die ganzen Analystenmeinungen in den letzten Tagen rauskamen. Hier auch mal ein Kommentar, den ich entdeckt habe. Analyst Luca Solka von Bernstein sagte nämlich, Luxusgüterunternehmen sollten auch weiterhin von der ungebrochenen Nachfrage wohlhabender Kunden profitieren. So seien die jüngsten Quartalzahlen der Branche, ne, und auch des Unternehmens stark ausgefallen, obwohl die Nachfrage in China wegen der Corona-Lockdown-Maßnahmen stark gefallen sei. Ja, und das Bild sehe ich genauso. So, dann kommen wir mal auch hier schnell zum Chart. Auch hier nehme ich mal eben schnell den Gummichart, damit das hier alles mal ein bisschen zügig über die Bühne geht. Wir sehen natürlich, dass wir auch hier auf Jahressicht natürlich in einem negativen Trendkanal drin sind. Wir sehen auch die wunderschöne Erholung, die wir vom Tief hatten von 444 Euro, die dann hochging bis 564 Euro. Ja, und seit ein paar Tagen, ja, sind wir in einem schönen Abwärtstrend drin, den ich jetzt ausgenutzt habe, um den ersten Einstieg zu wählen. Ich würde dann durchaus jetzt schauen, dass ich dann irgendwo ja, bis 440 Euro dann halt noch meinen ersten Nachkauf tätigen würde, um halt auch wirklich eine feste, gesicherte Größe in meinem Depot zu haben. Ja, und dann müsste man mal schauen, ne, wie die Newslage ist und dann ja, werde ich dann auch entscheiden, wie ich hier weiter vorgehe. Ich finde auf jeden Fall das aktuelle Niveau bei den Zahlen, die ich gesehen hatte und auch bei dem fundamentalen Bewertungsniveau oder bei den Bewertungszahlen beziehungsweise auch den Schätzungen, die ich gesehen hatte. Also das insgesamte Bild war so gut gewesen, dass ich hier gerne bei dem Kurs jetzt mein erstes Füßchen reinsetze und dementsprechend alles, was jetzt kommt, muss ich halt zeigen. Wichtig ist ja erstmal, dass ich den ersten Fuß drin habe und alles andere wird dann kommen. So, das sollte dann auch als Erklärung jetzt erstmal reichen. Kering finde ich auf jeden Fall bei den aktuellen Zahlen und dem Bewertungsniveau so interessant, dass ich hier ja, jetzt meine erste Position aufgebaut habe. Denn ja, sie sind absolut fundamental gut bewertet und auch aufgestellt. Und neben einer netten Dividende hat die Aktie auch ja, ordentliches Kurspotenzial. Ja, das sehen jetzt nicht nur die Analysten so, sondern ich durchaus auch. Sollte der Kurs jetzt weiter schwächeln, dann werde ich hier auf jeden Fall gerne meine aktuelle Position bei tieferen Kursen aufbauen. Momentan bin ich erst gut mit 1/3 meiner angepeilten Investitionssumme drin. Vielleicht sogar, wenn alles gut aussieht, erst mit 1/4.
Und daher habe ich jetzt genügend Möglichkeiten, um die Position bei schwächeren Kursen zu bearbeiten. Doch, das sollte jetzt endgültig als Erklärung für die beiden Neuanstiege bzw. Käufe reichen. Ich verabschiede mich dann jetzt mal und hoffe, ja, dass der Blick auf die Aktien bzw. meine Kaufideen euch gefallen und auch wenig geholfen haben. Falls ja, dann würde ich mich natürlich selber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal durchaus vergessen werden, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!